Leute, was geht ab? Live hier aus der FIBO-Messe in Köln. Ein Muss für jeden Kampfsport-Affin. Mal schauen, was es hier so an Neuigkeiten und interessanten Sachen gibt. Ist natürlich immer super interessant. Gerade, also wenn man im Sportbereich tätig ist wie ich, der Sport entwickelt sich in großen Schritten. Und man schaut natürlich gerne, was der internationale Markt macht. Gerade, was kommt so von den Staaten? Na, hier trifft sich ja alles, was Rang und Name hat. Und deswegen immer super spannend. Diese länglichen Sandsäcke, die mag ich auch. Alles gut, was ist ab? Komm, wohin gehen wir? Keine Ahnung. Komm, wir gehen mal zu Heus. Mein Buddy CT in der Haus. Der lässt sich natürlich die Fieber auch nicht entgehen. Und lässt sich natürlich auch nicht entgehen, mich zu sehen. Hier, guck mal. Keine Frage. Ha? Alle Aldi, Under Armour, Nike und so. Aldi Sports. Aldi, Mann. Alle Multimillionäre immer sehr bescheiden. Immer mit Aldi, so ein VW Touran in der Garage. Ja. Hey, Mario. Ah. Alles gut? Ja, schön. Schön, schön. Alles klar bei euch? Wie geht's? Mal umschauen. Ja, ein bisschen hier mit Juliet hier. Mal gucken, was es so Neues gibt. Guck mal, Aldi-Tüte. Passt erfahrungsgemäß ganz viel rein. Damit kannst du in Urlaub fahren. Oh, Junge, so muss das sein. Hallo Silvia. Was geht's dir? Danke, bei dir? Musst du aufpassen? Ja. Hallo, grüß dich. Schöner Stand. Ja, schön. Ne? Größer wie letztes Jahr. Was macht man hier so? Das ist ein geiles Gerät. Ich stehe voll auf diese Türme. Ne? Hier kannst du mit dem Medball schöne Ausdauerprogramme machen. In der Vorbereitung gehören Medballprogramme einfach dazu. Ne? Die sind natürlich brutal für die Ausdauer. Hier kannst du die geraden Stöße ballern. Ne? Hier natürlich logischerweise nach oben. Finde ich ein geiles Gerät. Einmal ein Medball nehmen, damit die Leute ausprobieren können. Ja, guck mal hier, was meinst du? Nur der Sandsack. Jetzt ist ja noch ruhig. Wo meinst du, nachher kommen die mit 10 Mann, stehen die da vorne. Wir schreien, wir haben Spiel, wir machen den Ball. Ein Boxer darf niemals an einem Sandsack vorbeigehen, ohne einmal drauf zu scheppern, Leute. Kann ich mir richtig cool so in der Gruppe vorstellen, in so kleinen Gruppen, um die Jungs zu quälen. Dann müssen die mit den Reifen durch halb Köln laufen. Der ist auf jeden Fall cool, der Ball. Schön. Was ist der Vorteil von so weicheren Sätzen? Ja, ich sehe für die Knochen, ne? Der übliche Sandsack ist mit Sand gefüllt, ne? Oder mit Stoff und das halt mit Wasser. Das federt besser ab. Soll auch Sinn und Zweck dieser Erfindung sein. Allzu lange gibt es das nicht, also seit 5-6 Jahren so. Can I try it? Yeah, sure. Difficult or simple? Difficult. Yeah. 3, 2, 1. Alter, das ist doch nicht sein Ernst hier. Und Coach, wie fandst du FIBO? Ein bisschen dürr, muss ich sagen. Ich hatte, meine Erwartungshaltung war groß. Ja, aber es ist jetzt nichts, was ich gesehen habe, was neu ist oder was mich von den Socken gehauen hat. Heute war die Messe nur für Gewerbetreibende. Und dafür fand ich es echt ziemlich voll. Aber so im Bereich Kampfsport, dass mich irgendwas von den Socken gehauen hat, was ich noch nicht kannte. Nein. Jetzt geht's Richtung Gym, Leute. Coach Horn wartet auf mich. Neuerdings trainiere ich ja mit den jungen Wilden mit, um zu zeigen, was so ein over 40-Jähriger noch so auf dem Kasten hat. Das Spannendste an der FIBO war die Busfahrt vom Parkhaus Richtung Messe und zurück. Geil. So Leute, es geht los. Training beginnt mit dem strengsten Trainer der Welt. Hier bin ich. Quasi Fuß rein. Kettlebell darf nicht den Boden berühren. Hoch. Genau. Und zurück. Und es geht los. 3, 2, 1 und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Kriegst du das auch hin? Nee, warum? Ich bin doch kein Sportler. Und eins. Zwei. Ich weiß nicht, woher diese Übung drei. Vier. Extra für dich. Fünf. Du kriegst so Hass. Acht. Neun. Und ich such den Frieden. Ich such den inneren Frieden. Ich krieg Hass. Das nennt man auch Hassliebe. Okay, durchatmen. So, hier rüber. Die kleinen Kettlebells bitte. Genau, bring direkt zwei mit. Auch wieder hier rein. Ich guck mal, ob das überhaupt geht. Versuch's mal. Beide Beine und beide Beine gleichzeitig einziehen. Schwierig, Bruder. Du kriegst nur den Zeh und so. Da müsst ihr die Schwere nehmen. Dann doch lieber zu schaffen, wir vielleicht. Ja, ja, ja. Patrick, so ist das, so ist das. Jetzt seht ihr mal, wie das ist. Beste Highlight heute. Februar Absturz. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Alright. Durchschatten. Locker machen. Wir gehen weiter. Okay, bam, ein bisschen switchen. Hier rüber, rollen. Okay, bam, hier hin. Okay, let's go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Weiter. Sehr gut, sehr gut. Durchschlafen. Endpunkt, Endpunkt. So ist es halt eben, ne? Wer gut sein will, muss immer leiden. Und dabei sieht man oft nicht schön aus. Kennst du den Spaten, Joanna, ne? Kennst du, ne? Der hat ohne Quatsch Leute, die so Arme hatten, versucht, den Spaten so hoch zu halten. Hast du es mal versucht? Mach es mal! Ja. Ja, ja, das hält sie nicht aus nach einer gewissen Zeit. Ja, wenn du es nicht schaffst, dann warum soll ich das versuchen? Komm, 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 laufen, laufen, laufen. Direkt in Bewegung bleiben. Wie lange trainiert jetzt schon Mo mit Joanna? Mo trainiert jetzt seit circa 3 Wochen mit und ist, sagen wir mal, stetig besser geworden. Mhm. Es ist halt für ihn einfacher reinzukommen, weil als Profisportler, ne, kommt man schneller rein. Und ja, langsam, langsam ist er auf jeden Fall, man sieht 3 Wochen. Ich denke mir mal, wenn er noch so 2-3 Wochen dabei ist, macht er das locker mit das Training, ne, auch im Profiniveau. Also er hält schon gut mit den Sportlern? Er hält mit. So Kraft aus. Genau wenn so. Die auf meine Niveau sind, ich hör auf, ich trainiere nie wieder. Kraft, Ausdauer ist immer noch eine andere Sache, ne? Also Ausdauer muss man etwas länger trainieren, ne? Das sollte möglich sein. Für einen ehemaligen Vollprofi, glaube ich schon. Hier rein. Mal keine Stange, ne? Nicht irgendetwas hier, was im Gym liegt, ist sicher verschworen. Der macht aus jedem Teil, aus jedem Gerät macht er irgendeine Übung. Aus dieser verfluchten hinteren Stange, die kennen wir nicht. Der Erfindergeist ist immer auf der Heizung, Handstand. Genau. Weiß ich nicht, hier muss oben da sein. An den Leuchten oben dran hängen, Klimmzüge. Ja, Standard ist nicht zu uns. Ganz einfach. Was sagt ihr eigentlich da draußen? Denkt ihr, Mo sollte noch mal einen Profikampf machen? Was sagt ihr? Oder einen Showkampf? Wer weiß? Du bist hier und gehst von hier aus dann boom, und dann hoch. Schau, wie meine Füße sind. Hier rein. Gut hoch. Bei Ennis ist es so, dass der einen sehr starken Muskeltonus hat. Das bedeutet, seine Muskulatur geht recht schnell voll. Und das ist auch einerseits sehr gut, weil das so richtig gut für die Kraft ist, für Power, für, auch für Explosivität, aber andererseits wiederum auch kann der Muskel auch schneller zugehen. Ne? Und das muss man dann halt eben trainieren, dass der Muskel fähig ist, schneller diese Power zu halten. Die Übung sieht so einfach aus, man geht jetzt nicht komplett auf Range of Motion, man hat nicht den kompletten Weg, man ist ein bisschen verkürzt, aber auch dadurch, der Körper bleibt statisch, die Bauchmuskulatur ist fest angespannt und die Beine. Das ist ein Ganzkörpertraining, ja, ihr seid quasi hier wirklich unter Spannung, stetig, ja, das macht sich auch das Ganze schwer. Nur hochkommen ist hier kein Thema, ne? Aber dabei auch wirklich die Beine mit reinzubringen, ist eine andere Belastung, ja, da ist die Belastung sehr stark auch im Core. Und deswegen ist die Übung top für Athleten generell, weil wir haben hier wieder so Movement, das bedeutet, wir trainieren den ganzen Körper, functional. Hier rein und dann wirklich aus der Schulter raus. Okay? Wir versuchen recht viel mit Eigenkörper zu machen.
Das macht die Athleten nicht langsamer, sondern die können besser mit dem eigenen Körper umgehen. Für einen Athleten, für einen Boxer, MMA-Kämpfer generell ist es wesentlich besser, mit dem eigenen Körper gut umzugehen zu können. Ja, deswegen machen wir sehr viel mit dem eigenen Körper. Ja, aber jetzt geht's so. Du musst einfach aufsetzen. Ja. Du hast einen starken Muskeltonus, der geht direkt zu. Sieht schön aus, für einen Bodybuilder wärst du natürlich jetzt perfekt geeignet. Uns bringt das nichts, ja? Aber für einen Kampfsport ist das natürlich, müssen wir das trainieren, dass du nicht so schnell einen Überpump kriegst. Auch eine funktionale Übung, die den gesamten Körper trainiert, insbesondere die Mitte, den Core. Ja. Genau. Statik ist genau. Sehr gefordert. Den ganzen Körper misshandelt, wollte er sagen. Also misshandelt. Ja, ich wollte es einfach auf vernünftig sagen. Das bedeutet, wir zerstören jetzt gerade den ganzen Körper. Die Übung ist wirklich, hat in sich so, wenn man circa so 8 Wiederholungen schafft, ist man schon sehr gut dabei. Reinziehen, raus, hier wieder und dann Step. Raus, Step. Das Ganze am besten ohne Schuhe, nicht wie ich. Und am besten noch sliden. Also nicht springen, sondern wirklich hin und her sliden. Okay, let's go. Die ist echt hart. Die wird als Sünde geschrieben, diese Übung. So, wir machen ab jetzt die 10 besten Haram-Übungen. Meine Wenigkeit und Mo. Okay? So, einhaken, genau. Jeder hat sich da selbst ein. Ja? Hoch. Erstmal hoch. Erstmal nur so rein, gleich wird es schwieriger. Kommt erstmal rein. Ich will gucken, wie fit er ist eigentlich. Wenn du nicht fit bist, hast du die Chance, hier zu verlieren. Bälle befinden sich oben immer. Okay? 3, 2, 1, 1. 1, 2, 3. Trainer, du bist langsam. Sicher? Nein. Wie geht's, Trainer? Man wird älter und stärker. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich warne, das Nachahmen dieser Übung ist auf eigene Gefahr.